Nun fort mit dem Tagesordnungspunkt 5. Der Tagesordnungspunkt 5 betrifft die Mittelbereitstellung für die städtischen Beteiligungsunternehmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es gibt hier einen Änderungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann, den ich bitte, dass er ihn zunächst einbringt. Die Debatte wird dann begonnen durch die Fraktion Freie Wähler. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte sehr. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und natürlich auch draußen im Netz. Die jetzt vorliegende Vorlage hat zum Inhalt, dass Corona-Hilfen für städtische Unternehmen ausgezahlt werden. Eigentlich eine technische Sache und dieser Teil ist auch sehr gut. Mein Änderungsantrag geht aber in eine andere Richtung, und zwar Corona-Hilfe soll es auch für den Zoo geben. Wie gesagt, kurzfristig kein Problem. Aber in der Begründung steht, dass der Zoo in Zukunft Schwierigkeiten haben wird, auch insbesondere da 12 Millionen Schulden für den Bau eines neuen Affenhauses eingeplant sind. Nun, heute geht es mir nicht darum, ob man ein neues Affenhaus baut. Es geht mir auch nicht darum, um Tierschutz, es geht mir nicht um Tierarterhaltung, es geht mir überhaupt nicht um diese Sache. Es geht mir heute hier darum, ob wir eine Verschuldung, eine öffentliche Verschuldung von 12 Millionen Euro ohne Finanzausschuss, ohne irgendeinen Ausschuss, ohne Stadtbezirksbeirat, ohne einen Stadtrat haben wollen. Und es geht mir darum, ob wir 12 Millionen Verschuldung quasi für die öffentliche Hand, technisch gesehen ist es natürlich ein Eigenbetrieb, aber es ist letztendlich die Stadt, ob wir das ohne öffentliche Diskussion machen wollen. Und da ja technisch gesehen die 12 Millionen Verschuldung im Haushalt, also wahrscheinlich nächsten Monat oder in 2 Monaten, mit beschlossen werden, der Haushalt aber schlechterdings einfach der falsche Platz ist, um eine Diskussion über ein Affenhaus zu führen, habe ich hier diesen Antrag eingebracht. Das Affenhaus soll ja gebaut werden, das heißt, die Pläne müssen da sein, die Finanzierung muss da sein, alles muss eigentlich da sein, und der Oberbürgermeister wird mit diesem Antrag beauftragt, bis Ende Februar eine Vorlage zu machen, die in die Gremien zu geben, und dass wir dann hier im Stadtrat über diese 12 Millionen entscheiden können. Diese 2-3 Monate können wir uns sicherlich leisten, denn wenn das Schule macht, das einfach, weil die Stadt kein Geld hat und im Haushalt kein Geld ist, dass dann irgendein Aufsichtsrat von irgendeinem städtischen Betrieb entscheidet, wir leihen uns mal eben 10 Millionen, 12 Millionen, 20 Millionen. Wenn das Schule macht, dann haben wir bald ein ganz großes Problem. Kann ja sein, dass das jetzt hier bei der Finanzierung keine Probleme geben wird. Ich weiß es aber nicht. Und da wir gucken müssen und da wir das Ganze auf einen sicheren, verfahrenstechnischen Weg bringen müssen, bitte ich Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Ansonsten reden wir bei der Diskussion um den Haushalt über ein Affenhaus, das, wie gesagt, wäre sehr affig. Und deswegen bitte stimmen Sie diesem Antrag zu. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Wir treten damit in die Fraktionsrunde an. Freie Wähler beginnt. Kein Redebedarf signalisiert, dann Bündnis 90 Grüne, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte kurz begründen, warum sich meine Fraktion bei dieser Vorlage enthalten wird. Fraglos sind die Unternehmen, die hier mit 9,2 Millionen jetzt unterstützt werden sollen aus dem Haushalt, besonders betroffen von der Corona-Pandemie. Dies steht absolut fest. Allerdings, um eine Beurteilung, immerhin eine Ausgabe in dieser Größenordnung vornehmen zu können,
hätte es dann doch einer etwas gründlicheren Vorlage bedurft. Und ich darf in diesem Zusammenhang meine Kritik, die ich auch bereits im Finanzausschuss formuliert habe, noch einmal hier an dieser Stelle wiederholen. Wir haben in der Tat nur eine Beratung im Finanzausschuss gehabt. Rückfragen, die möglich dann immer sind in solchen Beratungen, die dann auch beantwortet werden können in der nächsten Sitzung, waren nicht möglich. Ich wurde verwiesen, schlichtweg darauf, in den letzten Quartalsbericht der Beteiligungsgesellschaft zu schauen. Grundsätzlich ist es ungewöhnlich, in dieser Art und Weise mit der Subventionierung öffentlicher Unternehmen, und hier beziehe ich mich ganz besonders insbesondere auf die GmbHs, umzugehen. Erst einmal, und dafür wählen wir auch Aufsichtsräte in diese Gremien, wäre es Aufgabe gewesen, zu schauen, ob in den Unternehmen selber zumindest bis zum 31.12. hier eine Überbrückung möglich gewesen wäre. In der Vorlage heißt es in der Begründung ganz pauschal, diese Zuwendungen seien unabweisbar. Diese Unabweisbarkeit wird aber meines Erachtens eben nicht aus dieser Vorlage begründet, weil sozusagen die Liquiditätssituation dieser Unternehmen nicht dargestellt wird. Wir haben hier eine Vorlage, die explizit am 31.08. die jeweilige wirtschaftliche Situation dieser Unternehmen abbilden soll, sagt aber auch gleichzeitig, naja, also eigentlich ist ja sozusagen der 31.12. der entsprechende Stichtag und erst dann können wir tatsächlich beurteilen, wie die Situation dieser Unternehmen sind. Ebenfalls nicht schlüssig ist, was denn wirklich tatsächlich Corona-bedingte Verluste sind. Es wird also jetzt sozusagen auf dem Corona-Ticket generell diese Zuschüsse jetzt hier abgefordert. Wie gesagt, wir können uns nicht der Notwendigkeit verschließen, dass es am Ende so sein wird, dass dieser Stadtrat nicht nur diese 9 Millionen, es werden wahrscheinlich ja noch mehr werden, weil ja der Zeitraum 1.9. bis 31.12. dazukommt, hier entsprechend auch die Unternehmen zu unterstützen hat. Die Art und Weise, wie wir aber als Stadtrat damit überfahren wurden und die Art und Weise der ungenügenden Beteiligung der Aufsichtsräte in diesen Unternehmen ist aber zu kritisieren und bedingt dadurch auch eine Enthaltung bei dieser Vorlage. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf zu der Vorlage bzw. dem Antrag? Das ist nicht der Fall. Wir treten damit in das Abstimmungsverfahren ein. Und ich darf zunächst den Änderungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann, Anfügung eines Punktes 4, aufrufen. Und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Antrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Antrag ist bei 32 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen angenommen worden. Dann darf ich zur Abstimmung bringen den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Vorlage und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 52 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 15
Enthaltung so bestätigt worden. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 6. Hier geht es um die Mittelbereitstellung für Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Hier gibt es ebenfalls einen Änderungsantrag, der kommt hier von der FDP-Fraktion. Herr Blödner stellt uns den Änderungsantrag vor. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine ähnlich schnelle Vorlage wie die wir gerade eben schon hatten, direkt in erster Lesung und federführend Votum im Finanzausschuss gewesen, betrachtet eine Vielzahl von Mehrkosten, die durch die Corona-Pandemie im Haushalt bisher nicht abgebildet werden. Und wenig Zeit, um es nochmal genauer zu hinterfragen. Das meiste ist zwar teuer und unschön, aber durchaus nachvollziehbar und plausibel, warum das dort mit aufgenommen wurde. Ein Punkt sticht dann aber doch für uns ins Auge und das ist fast als einziger Kulturbetrieb ist auch das Zentrum der Künste Hellerau mit dabei. Das verwundert durchaus, durch die Spielpause waren ja oft geringere Kosten für Honorare und Ähnliches und damit waren die Kulturbetriebe in der Regel in der Lage, Corona-bedingte Mehrkosten während des Sommers im Spielbetrieb durch die geringeren Kosten während des Lockdowns auszugleichen. Entsprechend taucht auch sonst, glaube ich, die Philharmonie noch, aber sonst kein weiterer Kulturbetrieb bisher in den Corona-Mehrkosten auf. Die Fragestellung zu Hellerau verwundert dann umso mehr, wenn man dann die Vorlage zu Personalmehraufwendungen noch mit anschaut. Diese Vorlage ist aktuell noch im Umlauf, die war parallel im Finanzausschuss, ist aber heute noch nicht hier im Stadtrat. Und da geht es auch um Aufwendungen für Personal, die im Haushaltsplan noch nicht verankert wurden. Dort ist ebenfalls wieder Hellerau aufgeführt. 5 Projektstellen, die bisher nicht geplant waren, wurden verlängert oder neu geschaffen. Und im Gegenzug werden sie aus Minderausgaben für Künstlerhonorare umgesetzt. Das heißt, dort sind ca. 197.000 eingespart worden, die aber direkt in 5 Projektstellen umgesetzt wurden. Im Kulturbereich, wenn man an die Verhandlungen für den Haushalt 2021-22 denkt, da geht es ja durchaus um Zehntausenderbeträge, wo hart gerungen wird und da ist das doch dann ein sehr hoher Betrag. Wie gesagt, wir hatten es nur im Finanzausschuss und als Finanzausschuss fragt man sich dann doch, oder Finanzer, warum werden da die Minderkosten nicht mit den Mehrkosten verrechnet und warum stattdessen 5 Projektstellen? Das sind Fragestellungen, die für uns bisher nicht beantwortet werden konnten. Das Thema gehört, glaube ich, als Gesamtthema auch in den Kulturausschuss, muss nochmal genauer angeschaut werden und nicht versteckt in 2 verschiedenen Vorlagen, wo das eine so und das andere so abgewickelt wird. Entsprechend beantragen wir diesen Punkt zu Hellerau mit den Mehrkosten hier rauszustreichen. Wir werden dasselbe bei der folgenden Personalvorlage dann, die demnächst kommt, machen und das Thema quasi separat noch mal aufs Tableau zu bringen, um dort zu schauen, wie das sein kann, dass dort die Mehrkosten nicht auf der anderen Seite durch die Minderausgaben gedeckt werden konnten. Vielen Dank. Vielen Dank. Da es eine aufgeworfene Sachfrage gab, wo es vielleicht hilfreich ist, das zu Beginn der Debatte zu machen, gebe ich Frau Kollegin Klepsch das Wort. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Richtig ist, wir sind angehalten, angesichts der aktuellen Situation auch die Ressourcen der Stadt bei Personalkosten kritisch zu prüfen. Aber in diesem Fall verhält es sich zunächst so, dass keine Einrichtung, auch nicht das Europäische Zentrum der Künste Hellerau, einfach so Projektstellen einrichten kann, sondern selbstverständlich sind auch die Stellen nur im Rahmen des von Ihnen als Stadtrat beschlossenen Stellenplanes überhaupt vorhanden. Des Weiteren gibt es ein Pool für sogenannte Projektstellen, die drittmittelfinanziert sind. Das heißt, wenn es einer städtischen Einrichtung gelingt, Gelder von Geldgebern wie der Bundeskulturstiftung oder in diesem Fall dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst einzuwerben, dann können diese Gelder, die also zusätzliche Personalstellen finanzieren, auch für eine sogenannte Projektstelle in Anspruch genommen werden. Und die Stellen, von denen hier die Rede ist, sind tatsächlich keine Stellen, die zusätzlich aus dem städtischen Haushalt finanziert werden, sondern sie werden finanziert vom Bundeskulturministerium über das Bündnis Internationale Produktionshäuser, den Tanzpakt, den ebenfalls Hellerau eingeworfen hat, sowie ein EU-Projekt unter dem, im Bereich Moving Borders. Das heißt, die Gelder können auch nicht einfach umgewidmet werden, sondern sie sind per Verträge ausschließlich für diese Stellen zur Verfügung. Und insofern
entbehrt der Änderungsantrag aus meiner Sicht hier jeder Grundlage. Vielen Dank. Eine weitere Ergänzung dazu noch von Kollegen Dr. Lames und dann treten wir in die Fraktionsrunde. Ja, ich möchte noch ergänzen, Herr Blödner, ich bedauere, dass wir diese Frage jetzt in der Aufklärung etwas gebraucht haben, aber ich habe das heute auch in Ihre Richtung auf den Weg gebracht und unterschrieben. Die Einrichtung der von Ihnen angesprochenen Projektstellen, die ja auch noch dann der Genehmigung des Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht bedürfen, die sind samt und sonders vor der Corona-Krise erfolgt. Das haben wir nicht gewusst, dass die Corona-Krise kommt. Und insofern sind wir da auch mit Stellen unterwegs, die eben vor dieser Krise bewilligt und eingerichtet worden sind. Vielen Dank. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Frau Filius-Jene, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Kollegen von der FDP. Ich muss sagen, ich habe mich über diesen Änderungsantrag einfach deshalb geärgert, weil Sie so einfach die Informationen hätten kriegen können, was eigentlich wirklich die Sachlage ist. Ich habe ja den Änderungsantrag jetzt erst ganz kurzfristig gesehen. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich eine Hellerau angerufen und habe gesagt, das ist ja in der Tat erklärungsbedürftig. Was ist denn da der Fall? Und ergänzend zu dem, was jetzt ja auch schon die Kulturbürgermeisterin gesagt hat, dass es sich hierbei also um Drittmittelstellen dreht, wo also genau 10.000 Euro im laufenden Jahr der Eigenanteil ist, also diese 197.250 Euro, von denen Sie sprechen, die stehen dem Haushalt gar nicht zur Verfügung und können von daher auch nicht umgeschichtet werden. Und ich will dazu nur noch mal sagen, Sie wissen ganz genau, also zumindest der Herr Hase weiß es ganz genau, weil der sich intensiv, dankenswerterweise auch intensiv mit dem Kulturetat beschäftigt hat, der im Moment geplant ist. Und da wissen wir, dass Hellerau, ich habe mir jetzt gerade extra meinen Zettel nochmal genommen, Hellerau genau eine von den Einrichtungen ist, die nach wie vor am stärksten gekürzt werden im Vergleich zum jetzigen Doppelhaushalt. Wir reden da von einem Minusbetrag verglichen zu 1920 von 323.500 Euro im Jahr. Also alleine deshalb, wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass die da doch in Größenordnungen Kürzungen hinnehmen müssen, fände ich es alles andere als nachvollziehbar, wenn wir jetzt hier versuchen würden, noch irgendwo an den Kosten zu schneiden, umso mehr als Ihr Antrag einfach auf Nichtinformation basiert. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde CDU-Fraktion. Kein Bedarf. AfD-Fraktion. Kein Bedarf. Fraktion Die Linke, SPD, Freie Wähler, sonstigen ergänzenden Bedarf. Herr Blödner, nochmal, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch zu zwei, drei Punkten Stellung nehmen, da sie, glaube ich, schon klargestellt werden müssen. Einerseits stellt sich dann, also alle Fragen, die ich aufgeworfen habe, wurden im Finanzausschuss so entsprechend gestellt und wurden nicht entsprechend beantwortet. Dafür sind die Ausschüsse da. Wenn das in dieser Beratungsreihenfolge bei dem Thema nicht mit dabei ist, nicht möglich ist, dann muss man es hier machen. Klar wäre mir lieber eine erste Lesung entsprechend durch die Ausschüsse und dann einer zweiten. Zum anderen stellt sich dann natürlich auch bei der Personalkostenvorlage die Frage, warum kommt sie jetzt erst, wenn das schon alles vor Corona entsprechend hätte beschlossen werden können. Also von daher stellt sich für uns sehr klar weiterhin diese Frage, ob das in der Form sinnvoll ist und entsprechend halten wir diesen Änderungsantrag aufrecht. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wir treten damit in das Abstimmungsverfahren ein. Ich darf zunächst den Änderungsantrag der FDP-Fraktion aufrufen und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen.
Gegenstimmen? Enthaltung? Der ist bei 33 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen ohne Enthaltung aufgrund der Stimmengleichheit abgelehnt. Und wir kommen damit zum unveränderten Bericht des federführenden Ausschusses, den ich zur Abstimmung stellen darf. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 48 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und 20 Enthaltungen so